Willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 3. Nee, damit schießt man. Oh Gott, diese Steuerung. Im letzten Part sind wir oben im Stars-Dingens gewesen, haben uns ganz viel Kram angeguckt und gelesen. Und wir haben Nemesis besiegt. Einmal. Ich weiß, der kommt wieder. Jetzt müssen wir hier raus, wenn ich mich richtig entsinne. Und ich hatte mir doch vorgenommen, nicht mehr zu laufen. Da der ja jetzt nicht mehr an der Tür ist und dagegen wummert, können wir da jetzt wieder raus. Ha, ich habe mir gemerkt, wo die Karte ist. Und wir gehen jetzt einfach mal geradeaus. Viel mehr ist da ja auch nicht. Stimmt, hier sind wir zum ersten Mal gegen ihn angetreten und haben kläglich versagt. Nix. Wir hören hier fiese Zombie-Geräusche und wir können jetzt den ganzen Weg wieder... Ach, wir hätten noch da hinten lang gehen können? Nee, ne? Verzeihung, wer lästert da über mich? Ah, Moment, wir haben noch diesen Dietrich eingesteckt, den brauchen wir doch bestimmt irgendwo für. Ich gehe jetzt mal da unten von euch, also von wenn man jetzt so auf den Bildschirm guckt, unten rechts. Da gehe ich jetzt mal hin. Also von Jill aus ist es dann, nein, links. Oder? Ich bin so dumm, was... Genau, von Jill aus ist es links. Jawohl, wir haben den Dietrich benutzt und ja, mal sehen, was jetzt passiert. Ich muss mich hier echt mal beeilen. Der Dingens will doch sein Spiel bestimmt wieder haben. Der, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Diese Parts hier sollen ja eine Überraschung werden, weil ich habe vorgenommen... was war das denn? Project Zero 4 erst hochzuladen, wenn ich hier ein bisschen weiter bin wenigstens. Na? Handgun Bullet. Ey, wir haben so viel Munition. Er hält was. Ach, was heißt nochmal McNary's? Mechaniker? Ich weiß es nicht. Das Tagebuch von dem halt. 1. September. Nach 6 Monaten harten Trainings ist meine körperliche Gesundheit endlich wieder zurückgekehrt. Oder meine körperliche Kraft? Ich weiß es nicht. Ich war ein guter Soldat. Aber man hat meine Hinrichtung ohne Grund angeordnet. Ich wurde gefoltert und dazu gezwungen, falsche Geständnisse abzugeben. Aber morgen meiner Hinrichtung passierte ein Wunder. Die Firma half mir raus und gab mir eine zweite Chance zu leben. 15. September. Ich habe meinen kurzen Urlaub beendet und bin zurück zum Hauptquartier gekehrt. Es sieht aus, als wäre meine Einheit called into action. Als wäre meine Einheit einberufen worden. So. Muss ich mal lesen. Umbrella unterhält ihre eigene Militäreinheit, um firmenintern Terrorismus zu vereiteln. Zusätzlich haben sie Nightman? Nachtmänner? Außerdem haben sie, was auch immer, die darauf spezialisiert sind, Probleme zu lösen, die von illegalen Produkten verursacht werden.
Ich bin zurzeit ein Mitglied der. Keine Ahnung. 28. September. Der Morgen graut bereits, aber wir schlurfen immer noch durch diesen Albtraum. Es gibt hier keine Unterstützung. Die Untoten laufen durch die Straßen und fressen das Fleisch der Lebenden. Wenn ich noch einmal die Wahl hätte, wäre ich lieber hingerichtet worden. Der Tod wäre ein himmlischer Ruheort verglichen mit diesem hier. Ich habe mich entschlossen, selbst den Abzug zu drücken, in der Hoffnung, dass mein toter Körper nicht mehr zum Leben erwacht. Oh. Die Mechaniker heißt es garantiert nicht. Das wäre Mechanics. Es gibt bei Resident Evil auch immer ganz viele andere Kapitel, die alle so heißen. Ich weiß das. Aber ich weiß, ich kann mir nicht merken, was dieses Wort heißt. Söldner? Heißt es Söldner? Für alle, die jetzt schon kommentiert haben, soll es doch Söldner. Ja, dann bin ich jetzt von alleine drauf gekommen. Söldner würde Sinn ergeben. Links oder rechts? Ah, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Da ist eh eine Sackgasse. Vielleicht liegt da irgendwas Wichtiges, was wir eh nicht einsammeln können, weil wir keinen Platz mehr haben. Das ist ein Feuerhydrant. Feuerlöscher ist darin befestigt. Aha. Nein, ein Feuerschlauch, Feuerwehrschlauch. Aber wie kriege ich den da raus? Zwischen zwei Bolzen. Ja, ich hab's verstanden. Ich habe nichts, womit man das rauslösen kann, oder? Ja, eher nicht. Wisst ihr, was mich so stört an Resident Evil, dass das Inventar so begrenzt ist? Ich meine, ich bin ein Adventure-Kind, ne? Da sammelt man jeden Scheiß auf, egal ob man den nochmal braucht oder nicht. Und dieses Gestöhne in meinem Hintergrund. Ui, Kräuter. Die ich alle nicht mitnehmen kann. Ja, immerhin habe ich mittlerweile verstanden, dass diese Blumentöpfe Kräuter sind. Shriek! Gott, wer schießt da? Oh. Ich mag nicht auf Hunde schießen, auch nicht auf Zombie-Hunde. Seid ihr jetzt tot? Wo guckt die da hin? Hier ist nichts Besonderes. Wie oft denn noch? Du bist aber hartnäckig. Ah, die müssen Öl machen, damit es funktioniert. Das bin ich. Wenn in Filmhunde erschossen werden, klingt das auch immer so. Da sind ja leider immer echt. Oh, habt ihr I Am Legend gesehen? Ich habe so geheult bei der letzten Szene mit dem Hund. Okay, damit können wir Patronen selber basteln. Kiste wäre gut, dann. Ja, ich hätte im Dingens nochmal in die Kiste zur Kiste gehen können, aber wollte ich nicht, weil. Warum wollte ich das nicht? Weil ich nicht wusste, ob Nemesis aufsteht und das hat mir Angst gemacht. Ja, mein Gott, ich bin Schisser. Ihr wisst das doch.
Deswegen spiele ich ja auch Horrorspiele, weil ich so ein Schisser bin. Ach, noch so einer. Zwei. Genau, geht bitte beide in die Richtung. Okay. So, was ist das hier? Sieht aus, als wenn die Batterie aufgeladen werden. Das ist ja schon scheiße. Sieht aus, als würde das hier Energie brauchen, Strom brauchen. Lasst mich raten, für den Strom brauchen wir jetzt unbedingt dieses Kabel. Ich hoffe, hier ist eine Kiste. Warum kann ich hier nichts wegschmeißen? Sieht doch aus, als könnte man hier speichern. Zumindest. Ah, da ist eine Kiste. Sehr gut. So, ich habe erstmal viel zu viele Handfeuerwaffenmunition. Die Karte kommt weg. Und die kommt auch erstmal weg, ist eh keine Munition drin. So, jetzt gehe ich auch nochmal zurück. Hole das Kabel und die Kräuter. Wenigstens ein grünes und ein blaues. Okay. Ja. Ja, ich nehme euch jetzt einfach noch mal mit. Muss ja Zeit schinden hier. Wobei Heilzeug kann ich ja ruhig mitnehmen. Kann ich die... Nein, 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 nein. Du nimmst nicht das mit, bitte. Du nimmst das Grüne mit. So, ich will nämlich mal, wenn ich die kombiniere, wenn die dann... Nein, ich wollte das nicht benutzen. Ach, scheiße. Na, ist egal. Ich wollte gucken, ob ich das oben in die Dingens legen kann. Ah, das klappt nicht. Nein! Nein! Scheiße! Das war doch jetzt total dumm. Ich wollte. Das Problem ist, das Steuerkreuz reagiert nicht immer so, wie ich das gerne möchte. Ja, jetzt habe ich mein ganzes Heilzeug verschwendet. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal neu laden. Naja, ich mache ja eh gleich einen neuen Save Point. Falls ich also irgendwann mal zu wenig Heilzeug habe, weiß ich, wo ich hin muss, weil ich hier zwei verschwendet habe.
Das ärgert mich jetzt gerade maßlos. Der fragt einen bei jedem Scheiß, möchten Sie das aufheben? Möchten Sie das wirklich tun? Aber möchten Sie das verwenden? Sagt er nichts. So, wo benutze ich jetzt dieses Stromkabel? Okay, das funktioniert hier nicht. Ist hier noch irgendwas? Außer der Schreibmaschine, meine ich. Ah, hier ist noch eine Tür, da können wir auch raus. Habe ich noch Heilzeug da drin? Achso, das sehe ich so gar nicht. Ich guck mal, was habe ich hier noch? Hier ist überall nichts. Die ist leer, genau. Ich habe noch ein Erste-Hilfe-Spray. Das ist schon mal gut. Und ja, das war's auch schon. Das wird schon schief gehen. Ja, bevor wir durch diese Tür gehen, speichere ich erstmal und ja, ärgere mich darüber, dass ich gerade so viel Heilzeug verschwendet habe. Also bis dahin.